Ja, ihr Lieben, jetzt melde ich mich nochmal zu Wort. Vor einigen Tagen, das hatte ich ja erwähnt, sind wir ja in die Charts eingestiegen. Erst Platz 13, dann 4, dann Platz 1 im Genre Hip-Hop und Rap auf iTunes. Und dann im Allgemeinen auf Platz 1. Amazon haben wir nach wie vor, ich glaube, Platz 2 hinter den Bravo-Hits. Sind aber zwischenzeitlich auch immer wieder auf die 1 gegangen. Und jetzt wurde gestern Abend, glaube ich, meine gesamte Musik von iTunes, also Apple, gelöscht. Völlig grundlos gelöscht. Im Jahr 2019 passieren solche Sachen ja immer wieder. Wir werden von Plattformen entfernt. Aber dass jetzt sogar die Freiheit der Kunst insofern beeinträchtigt wird, als dass sie einfach gelöscht wird, schon nochmal eine neue Hausnummer. Da sehen wir aber, wo wir uns befinden. Ich würde jetzt bitten, alle Menschen, die dieses Video sehen, teilt es, verbreitet es und dann schreibt Apple oder iTunes an und fragt, was mit meiner Musik ist. Sagt, dass ihr die Musik gekauft habt oder kaufen wolltet und ihr wissen möchtet, wo die Musik ist. Ob ihr es getan habt oder nicht, es spielt keine Rolle. Macht Druck. Für die Leute, die tatsächlich gekauft haben, da besteht mit Sicherheit auch die Möglichkeit, irgendwie zu schreiben, dass man gegebenenfalls einen Anwalt einschalten möchte. Es ist einfach wichtig, dass die sehen, dass wir das uns nicht gefallen lassen. Es ist völlig verrückt. Vielen lieben Dank an jeden, der mich unterstützt und danke an jeden, der mein Album gekauft hat und geholfen hat, dass der erste patriotische Rapper auf Platz 1 der iTunes-Charts gelandet ist. Euer Chris.